Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Heftvorstellung von Rockhard Nummer 397, nochmal von daheim. Wir arbeiten gerade auch nicht mehr so, wie wir das eigentlich gewohnt sind und müssen deswegen auch ein paar Änderungen vornehmen, um das weiter alles gestemmt zu bekommen. Nichtsdestoweniger haben wir für euch eine dicke Ronnie James Dio Tribute-Ausgabe zusammengestellt. Der wahrscheinlich beste Heavy-Metal-Sänger aller Zeiten ist vergangenen Samstag vor 10 Jahren gestorben. Und das war es uns wert, diese Titelstory zu veröffentlichen. Dazu gibt es noch ein großes Poster. Einmal aus seiner Rainbow-Phase. Das ist diese Seite. Und dann nochmal quasi so ein Holy Diver-Ding. So, das gibt es also noch dazu. Und dann schauen wir mal kurz ins Heft. Wir fangen an mit... Ja, ich habe mich mit Janosch von London Distance Calling unterhalten über deren neues Album. Heute kommt sogar ein neues Video von denen, Voices heißt das. Das Album ist saustark, ich finde es super gut, super Band, super Jungs. Hört euch das an. Andy Brings will Bürgermeister werden in Mülheim. dann geht's weiter. Ja, Festival. Ich will nicht zu lange ausholen, aber ihr wisst natürlich, das Festival ist abgesagt. Für uns ist das auch eine riesen traurige Angelegenheit. Wir arbeiten das ganze Jahr dafür, nebenbei natürlich noch mit. Haben ein super Line-Up dieses Jahr für euch zusammengestellt gehabt. Und ja, jetzt kann das Ganze nicht stattfinden. Wir haben uns entschlossen, dass die Karten für nächstes Jahr ihre Gültigkeit behalten. Also wir hoffen natürlich, dass ihr zahlreich nächstes Jahr dann auch wieder erscheint und glaubt uns, uns blutet das Herz, dass zum ersten Mal das Rockhard-Festival nicht stattfinden kann. Und ja, ich werde auch vermissen, dass Ronny mir in einer Hotelbar nachts um 3 Uhr seine Liebe gesteht. Und das muss ich jetzt irgendwie anders einholen. ja, traurige Sache. Dann Schwarzkasten mit Man von Stein von Exhumer. Dann kommen wir zur Titelstory. Dio, wie erwähnt, wir haben ein Interview mit Wendy Dio gehabt, dann ein Interview mit David Feinstein, dann ein Interview mit Doro und wie sie Ronny kennengelernt hat mit echt coolen Bildern von den beiden. Dann Ronny James Dio in seinen eigenen Worten, erzählt er, er ist ja wirklich ein Larger-than-Life-Charakter, also... so ein netter Mensch und so unfassbar lieb, wie er über seine eigenen Songs spricht. Also da blutet einem wieder mal das Herz. Man kommt gar nicht mehr raus aus dem Herzblut. Dann ein Seziertisch von allen Alben. Es geht jetzt nicht nur um die Dio-Alben, sondern auch um Rainbow, Black Sabbath, dann Heaven and Hell. Und das hat Felix Mescoli gemacht. So, weiter geht's mit aktuellem Kram, mit Gravedigger. Dann eine neue Paradise Lost. Dann ein Klassiker-Story von Exciter, Dark Forest, die neue Horizont kommt demnächst raus, die verrückten Retro-Schweden, dann ein Heavy-Metal-Special aus der Schweiz. Da haben wir auch Interviews von Tom Warrior und Konsorten. So, dann springen wir kurz zu Sorcerer, die auch ein neues Album veröffentlicht haben. Das Interview ist von Matthias Mader. Wow, Matthias, du machst noch was Aktuelles. Was ist da los mit dir? So, dann Seziertisch von Raven. Ja, Abo. Wenn ihr uns in irgendeiner Weise unterstützen wollt, über Abos freuen wir uns natürlich immer am meisten. Und cooles Foto diesmal von einem unserer Leser, der sich vor seiner Plattensammlung hat ablichten lassen. So, dann springen wir wohin? Zum Album des Monats, denke ich mal. Ja, Album des Monats, Sorcerer. Lamenting of the Innocent heißt der Spieler und darauf folgen Paradise Lost und Horizont. So, dann haben wir die Reviews. Und was haben wir noch? Ah, Matthias! Haha! The Early Days of Iron Maiden, Teil 18. Diesmal geht es um Agent Smith, also ohne Retro kommt Matthias nicht aus der Ausgabe weg. Und das war es dann. Live-Strecke gibt's nicht, gibt keine Konzerte. Aber es scheint ja langsam wieder loszugehen, zumindest in kleinen Phasen. So, was haben wir noch? Steffi, vielleicht kennt ihr die vom Headbangers Open Air. Zapft immer fleißig Bier, super nette Frau.
ist diesmal im Leserporträt. 397 Ausgaben haben wir schon zusammengestellt. Das ist die aktuelle mit Ronnie James Dio als Titelstory. Ich hoffe, euch geht es immer noch gut. Wir sehen uns Pfingsten leider nicht. Aber glaubt uns, ihr fehlt uns genauso, wie wir euch vielleicht fehlen werden. Von daher, bleibt tapfer, bleibt gesund und heavy fucking metal.